Oh mein Gott, zweiter Kill. No way. Und Philipp schießt runter und sie sind tot. Dead. Dead, Leute. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute ist es endlich soweit. Und zwar, wir zocken nach langer Zeit mal wieder eine Runde Fortnite auf dem Controller. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier meinen alten Astro C40 Controller ausgepackt. Ich bin jetzt schon seit über einem Jahr auf Maustaste unterwegs. Das heißt, ich habe jetzt den Controller in letzter Zeit nie mehr angefasst. Wir testen auf jeden Fall jetzt mal so, was Fortnite in Chapter 4 auf Controller bringt. Bevor das Video losgeht, Leute, ganz wichtig, geht gerne im Shop rein, nehmt euch die Sekunde und tragt auch gerne meinen Supporter-Quellcode ein. Für euch kostet es nichts, das heißt, für euch ist es gratis. Mir wird es auf jeden Fall extrem viel bringen. Und da einfach hier Philipp by the way underline eintragen, annehmen und damit supportet ihr mich schon. Ich würde jetzt sagen, wir sehen uns gleich im Kreativmodus. Dann schauen wir noch, was wir so in Anime Mechanics drauf haben. Und ja, bis gleich. So Leute, im Kreativmodus angekommen. Ihr seht schon, ich habe mein Handcam ausgepackt. Das heißt, ich muss heute mit Händen am Tisch zocken. Ich weiß, Leute, jeder Controller-Spiel wird jetzt sagen, wird Controller immer unterm Tisch. Aber Leute, man tut ja alles für ein gutes Video. Ich zeige kurz mal meine Einstellungen, mit denen ich damals, bevor ich halt auf Tastatur gewechselt habe, gespielt habe. Und ja Leute, hier seht ihr Kampfsteuerung, Bausteuerung, Steuerung bearbeiten und Fähigkeitssteuerung. By the way, mit den Fähigkeiten, also mit diesen taktischen Sprinten und so, ich werde jetzt nichts binden, weil ich habe einfach keine Ahnung, welcher Keybind hier auf Controller gut dafür ist. Deswegen, ich werde einfach normal spielen. Und ja Leute, hier ist auf jeden Fall meine Sense und alles. Also mit denen habe ich ja wie gesagt jetzt Ende Chapter 2 noch gespielt. Seitdem bin ich ja dann auf Keyboard geswitcht. Also es wird wahrscheinlich jetzt eh alles viel zu schnell sein für mich. Aber ich würde sagen, wir testen es kurz mal aus. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Banane ist so... Ja, Banane ist noch da, Leute. Banane ist noch da. Ist halt alles so, wie gesagt, viel zu schnell, weil ich habe jetzt immer Maus gehabt, ne? Und auf Keyboard spiele ich jetzt auch nicht die höchste Sense. Aber wohl. Ja, jetzt sieht's noch, Leute. By the way, ich springe hier mit dem rechten Battle, mit linken Battle bearbeite ich. Also ich spiele auch den Astro C40 Controller. Damals nicer Controller, aber das einzige, was halt schon abgefuckt hat damals, wo ich noch gezockt habe. Diese Taste hier, ihr wisst ja, bei jedem SCUF-Controller eine Taste spinnt immer. Bloß, Leute, Controller-Spiele aufpassen. Ich bewege den Stick jetzt ein bisschen und der Stick drift ist da. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, das muss einfach carryen heute. Das muss einfach für das Video reichen. Oh, Edits. Oh. Ach du Scheiße. Okay. Perfekt. Oh, shit. Ja, okay. Ich bin einfach zu dumm zum Editen. Ist halt, wie gesagt, alles ungewohnt, Leute. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt nicht lange rum. Wir gehen mal in eine Solo-Public-Runde rein. So machen wir das also. Wir sehen uns gleich im Battlebus. So Leute, wir sind jetzt im Schlachtenbus angelangt. Der Bus kommt von Slaby rein, okay. Ich würde sagen, wir gehen aber ein bisschen mal so defensiver rein, Leute. Weil ihr wisst, ich muss mich erst so ein bisschen wieder an den Controller gewöhnen. Aber wir probieren mal so eine chillige Runde aus und vielleicht schaffen wir sogar den Win, also den epischen Sieg. Und ja, ich gehe mal da runter zum Haus. Ich glaube, da ist eh auch eine Gotcha unten, beziehungsweise halt auch beim Dauer. Oh mein Gott, Leute, der Controller kommt einfach so klein vor in den Händen. Das glaubt er nicht. Ah, ich glaube, wir sind uncontested. Boah, mich regt dieser Stick da schon so auf. Maybe seht ihr das auch so, der Stick bewegt sich so ein bisschen nach rechts. Ach du Kacke, alles so mit Viereck aussammeln. So, kurz mal ein Piki gönnen. Wir haben auf jeden Fall schon zwei Schlüssel. Das heißt, hier ist Godchest, vielleicht ein Hammer und dann noch eine gute Shotgun, ein guter AR und dann passt auf jeden Fall. So, wichtig. Ein Heal-Stuff, ihr wisst. Und wir haben... Okay, den MP, die nehmen wir mit. Und auch die Shotgun hier. Weil ich werde wahrscheinlich mit Donner eh heute alles veraimen, weil... Aim, Leute, auf Controller. Ich weiß, Aim ist nicht schlechter gemacht worden. Plus, ich habe jetzt lange nicht auf Controller gezockt. Das heißt, das Aim wird doppelt so schlecht sein, ne? Ihr wisst. Ich merke erst jetzt wieder, wie schwierig einfach so nach einer langen Zeit wieder Controller spielen ist, ne? Aber wir sind auch fast in der Mitte von der Zone, sehe ich gerade. Ah, da vorne ist weit. Da gehen wir kurz mal rein. Dann gehen wir kurz mal rein. Vielleicht bekommen wir einen Kill. Wäre auf jeden Fall big. Wäre auf jeden Fall wirklich big. Okay, rechtzeitig reindrücken ist sliden. Auch mal rausgefunden. So, da vorne. Oh, shit. Ja, okay. Ja. Ach du Scheiße. Oh, no. Okay, wir gehen mal rein, würde ich sagen. Scheiße.
Oh mein Gott, wir haben Kill gemacht. No way. Okay, hat auch diese Benno-Bazooka gehabt. Aber ich weiß, ist El Boost-Ben noch immer so stark wie damals? Ah, ich try es mal, ich try es mal. Aber wir haben Hammer auf jeden Fall, das ist wichtig. Ich glaube immer so, ich nehme einfach dann Saufkanone mit, weil die ladet sich immer auf, deswegen. Okay, wir gehen mal weiter. So, okay, Linksklick ist, sie fortbewegen. Habe ich gerade fast gejoked, habt ihr gesehen. Aber wenn man macht da diesen Schlag, na, wäre fast mein Todesurteil gewesen. El Boost-Ben? So, oh, Triple Layer. Und Abfahrt. Oh mein Gott, zweiter Kill. No way. So, wir machen aber so. Wir hielten uns kurz mal kurz einen Piggy gönnen und dann mit Splasher voll machen. Aber ich schwöre, ich habe mir so zwei fette Hits gegeben mit der Deck gerade. Habt ihr das gesehen? Ich muss schon sagen, mein Aim, das ist nicht so schlecht. Also, dass du für das, dass ich so lange nicht auf Controller gespielt habe, geht's auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Da vorne ist weit. Ich würde sagen, da gehen wir rein. Oh, ey, du Spam. 130, wichtig. Da gehen wir rein. Und der dritte Kill auch gesnackt auf ganz trocken. So. Ach du Kacke. Okay, man merkt, der Popel ist auf jeden Fall real. Der Popel ist auf jeden Fall real. Aber egal. Wir machen das. Wir haben genug Metz auf jeden Fall. Da vorne ist nächster Gegner. Vielleicht können wir den auch maybe lasern. Weil Leute, habt ihr gesehen, mein Skyrim, das ist nicht zu unterschätzen. Also das ist schon mal gut. Okay. Ja, okay. Wir gehen mit, wir gehen mit. So, wo ist denn der Kollege? Der bettet da vorne, kann das sein? Ja, das kann sein. Aber mich wundert, dass der andere so weit oben ist. Da schaut, der landet ja, da landet ja so in Frenzy. Das ist ja komplett komisch. Okay. Ich habe dieses Lightbug. Also diesen UV-Bug. Uah! Ach du Scheiße. Okay, wir gehen weg. Er hat Kamehameha. Oh mein Gott. Ich wurde durch einen Bushcamper fast geholt. Man merkt, Leute, ich Fettfinger bissen. Man merkt, ich Fettfinger bissen, aber ich glaube, das ist verständlich. Wenn ich einfach nur sprinten könnte, aber ich habe keinen keinen Plan, wie man die perfekten Keybinds einstellt. Und Philipp schießt runter und sie sind tot. Dead. Dead, Leute. So macht man Kills. Let's go. So macht man Public Easy 2 Kills. Ihr seht, die Creative Rory am Start. Aber Philipp ist besser mit runterschießen. Aber ihr wisst ja, wer hochbaut, fällt tief runter. Beide 100 Volldamage und weg sind die. Aber 5 Kills für die erste Runde, Leute, geht auf immer klar. Okay, 2 waren runter, so Kills durch Volldamage, aber trotzdem. Wir waren einfach smart, also wisst ihr. Es ist halt irgendwie so komisch, so mit Klettern so auf Controller. So, keine Ahnung, da ist auf immer Keyboard viel leichter. Okay, das sind Nummer 6 andere. Okay, die Frage ist, wo das sind. Okay, einer ist da vorne beim Haus, das heißt, ich werde, glaube ich, den ruhigen machen. Obwohl. Ja, okay, meine Sense ist auch Krise auf Controller. Da wäre dann schon mit Keyboard bei Hits reingegangen. Ich würde sagen, wir bauen uns mal hier auf entspannten Dauer. Schauen wir, was da so abgeht. Obwohl, maybe. Ach du Scheiße. Das war der falsche Schlag. Ah, ich bin irgendwie gierig, Leute. Ich glaube, wir gehen da rein. Ja, wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Oh shit. Oh mein Gott, wir haben den Kill geholt. Leute, ihr seht, mein Aim, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So mit Shotgun auf jeden Fall auf Controller, Leute, es ist nicht schwierig. Eher das Aim mit Sturmgewehr ist schwierig. Also für mich halt. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, also für die Controller-Spieler. Aber für mich ist es auf jeden Fall so. Oh! Der Elf-Fußball am Start. 35 White. Habt ihr gesehen? So, es leben noch 5 Leute insgesamt. Die Zone ist so klein, okay. Mal schauen, was da noch so drinnen ist. Ah, ist ja Edit on Release, genau. Ich hab, Leute, ich hab by the way gestern. Oh shit. What the fuck? Oh mein Gott, was ist denn das hier? Ach du heiliger Bam Bam. Oh mein Gott. Oh shit. Nein, bitte nicht. Och nee. Ja, Leute, das ist ja so unfair. Ey.
Und so ein Ding holt mich. Und der wird in der Luft auch getötet. Okay, er tanzt. Unlucky. Okay, wir probieren noch eine Runde. Es hat irgendwie Bock gemacht. So, Leute. Zweite Runde. Letzte Runde, wo wir Dritter. Das heißt, ich kann es nicht auf mir sitzen lassen. Ich würde aber vielleicht sagen, wir gehen die Runde mal so hier in die Mitte rein einfach. Weil ich glaube, da halt auch wer. Plus, da ist eine Godchest. Vielleicht die Chance auf den Hammer. Also, ich würde sagen, wir gehen mal runter. Und vielleicht, Leute, gehen wir jetzt auch die Runde ein bisschen aggressiver pushen. Weil ihr habt ja gesehen, Shotgun-Aim ist da. Die Eddie zu Baukünste, naja, eher nicht so. Aber solange das Aim stimmt, kann man schon ein paar Sachen pushen, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall machen. Wir sind Con, wir sind Con. Eine Shotgun wichtig. Okay, die Frage ist, wo ist der gelandet, der Bree? Er ist hier drinnen. Okay. Oh mein Gott! Nein! Er war 1 HP. Okay, Leute. Ihr habt gesehen. Ja, das Ding ist, Aim ist noch ein bisschen da auf Controller, was so die Baukünste und Edit-Künste, das sind eher flöten gegangen. Aber man darf nicht vergessen, Leute, meine Hand ist so, der Controller ist so, also meine Hand ist ein bisschen, glaube ich, zu groß für den Controller, ne? Keine Ahnung. Aber ich zocke nicht umsonst auf Keyboard. Auf Keyboard ist ja, wie gesagt, haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten und so. Aber egal. So, Leute, in der Lobby angelangt, können wir daraus schließen. Also, Aim ist noch ein bisschen da auf Controller. Aber dafür die Mechanics gar nicht mehr und Edits. Also man hat auf jeden Fall gesehen, so die Sense ist irgendwie ganz komisch, also viel zu hoch irgendwie. Plus ich komme mit den Sticks gar nicht mehr zurecht. Also auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich schon damals auf Keyboard geswitcht bin. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, auf was ihr zockt. Zockt auf Keyboard, zockt auf Controller. Und auf jeden Fall auch, welches Video ihr als nächstes sehen wollt. Vielleicht auch so ein Format zu billiger Tastatur versus teure Tastatur oder so. Schreibt es auf jeden Fall gerne mal rein. Und da, Leute, wenn ihr das Video bis dahin geschaut habt, Boost geht nochmal raus. Vergiss, wie gesagt, nicht mein Supporter-Quellcode eintragen. Ihr seht ihn hier. Philipp, by the way, annehmen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.